Und von der Bundesliga zum Bundesnachrichtendienst. Bei dessen Akteuren geht es ja auch um die Frage, was dürfen die eigentlich? Darüber entscheidet kommende Woche das Bundesverfassungsgericht. In erster Linie behandelt es dabei die BND-Befugnisse bei der Kommunikationsüberwachung im Ausland, sprich von E-Mails oder Telefonaten. Also um die Auswertung gigantischer Datenvolumen. Zwar regelt das BND-Gesetz die Kompetenzen der Geheimdienstler, aber gehen diese zu weit? Stößt der BND mit seiner Arbeit immer wieder an seine grundgesetzlichen Grenzen? Kollegen des Bayerischen Rundfunk, des Spiegel und des ARD Hauptstadtstudios haben sich nun Einblick in entsprechende BND-Akten verschafft. Michael Stempfle und Hakan Tanriverdi berichten. Hier beim Bundesnachrichtendienst dürfte die Nervosität groß sein. Werden seine Befugnisse bald eingeschränkt? Das Bundesverfassungsgericht entscheidet kommende Woche darüber. Eine heikle Frage, denn die Aufgaben des BND gewaltig. Eine davon? Anschläge verhindern, die irgendwo im Ausland vorbereitet werden könnten. Was also, wenn Karlsruhe entscheiden sollte, die Befugnisse des BND müssten eingeschränkt werden? Ich befürchte auch, dass wir dann das typische Szenario, was wir heute leider immer wieder haben, Steuerung von Tätern in Deutschland aus dem Ausland, aus dem Irak, aus Syrien, aus dem Iran, wesentlich schwerer aufklären könnten. Schon jetzt gelingt es nicht immer, Anschläge zu verhindern, etwa hier auf dem Breitscheidplatz 2016. Auch dieses Attentat aus dem Ausland gesteuert. Das Problem für den BND, wenn es ihm gelingt, Anschläge zu verhindern, spricht niemand darüber in der Welt der Geheimdienste. Dabei sind die Anforderungen an den BND hoch. Frankfurt am Main. Ein gigantischer Knotenpunkt für Internetdaten. Hier werden im Auftrag des BND Glasfaserkabel angezapft. Unsere Recherchen zeigen, der BND ist technisch in der Lage, an bis zu 1,2 Billionen Internetverbindungen pro Tag ranzukommen. Das ist eine Menge an Daten, die ist natürlich nicht zu überblicken. Genau deswegen reden wir ja hier von einer Massenüberwachung. Schon die Snowden-Affäre ab 2013 zeigte, auch der BND überschritt seine Kompetenzen. Er scannte das Netz mit zu vielen Suchbegriffen. Die Folge: Reformen. Mehr Kontrolle auch durch die Gremien im Parlament. Wir gucken uns stichprobenartig Einzelfälle an bis ins Detail und haben bisher in den ganzen 2,5 Jahren, in denen das unabhängige Gremium jetzt arbeitet, wir unsere Prüfungen machen, nichts mehr von dem entdeckt, was das Ganze ausgelöst hat. Entscheidend: Der Bundesnachrichtendienst darf in der Regel nur Ausländer im Ausland ins Visier nehmen, nicht Deutsche. Das Problem: Der BND kooperiert auch mit Geheimdiensten anderer Länder. Was, wenn sich nachträglich herausstellt, dass der BND versehentlich Daten an ausländische Partnerdienste weitergegeben hat, die er nicht hätte weitergeben dürfen? Unsere Recherchen zeigen, die Partner werden aufgefordert, die Daten zu löschen. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich, dass interessante Daten, die durch einen bedauerlichen Fehler erfasst wurden, dann gelöscht werden. Es gibt in der Kooperation der Nachrichtendienste, mit denen wir jedenfalls kooperieren, ein ungeschriebenes Gesetz. Und das ist absolute Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit. Vor dem Bundesverfassungsgericht gibt es jetzt neue Forderungen. Auch Ausländer im Ausland bräuchten mehr Schutz vor der BND-Überwachung. So wie der BND machen es alle. Und wenn alle eben Ausländer nicht in ihrer Kommunikation schützen und am Ende befreundete Dienste die Daten einfach teilen, dann ist niemand geschützt, denn jeder ist ein Ausländer fast überall. Abwehr von Anschlägen in Deutschland. Und bald auch der Schutz von Grundrechten für Menschen im Ausland? Der BND möglicherweise vor ganz neuen Herausforderungen.